Und schon wieder zurück zu Mass Effect Andromeda, wo wir jetzt, ich hatte ja ursprünglich überlegt, ob wir nochmal zurückfahren, weil wir ja ziemlich ausgepowert waren, aber nachdem wir das Ding gefunden haben, haben wir jetzt nicht nur eine neue Waffe mit dabei, die ich besser finde als die alte, ich habe sie schon ausprobiert, wir haben auch wieder unsere Munition aufgestockt, wir haben unsere Lebenserhaltung aufgestockt, wir haben alles aufgestockt, das bedeutet, wir können noch ein Weilchen erkunden. Und das will ich natürlich auch gerne tun, denn wir haben unter anderem noch hier oben eine Abbauzone. Wir haben da eine Abbauzone. Da haben wir das Geheimprojekt. Da sollte ich vielleicht als erstes mal hinfahren. Pass auf. Obwohl, nee, da komme ich auf dem Rückweg wieder hin, ne? Nee, komme ich nicht. Das ist ja so ein Bergpass. Da komme ich nicht hin. Alles klar. Dann erstmal. Dann erstmal. Gut, wir haben jetzt den roten Nomad, ne? Der ist echt schick. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Dort vorne ist ein abgestürztes Shuttle. Es ist eines von unseren. Ich würde sie überall wiedererkennen. Das sollten wir uns mal ansehen. Wenn auch nur, um sicherzustellen, dass die Cat es nicht kriegen. Das sollten wir tun. Da ist eine Komponente. Teile für das Projekt von Anlage 2. Check. Was? Ich glaube, sie wollte noch was sagen, aber es kam nicht mehr durch. Okay, mehr ist hier aber nischt. Nö. Diese Welt sieht so trostlos und tot aus, dabei könnte sie so schön sein. Wobei, sie hat auch jetzt definitiv eine in sich liegende Schönheit, diese ganze Gegend hier. Ist fast etwas... etwas frevelhaft. Hier. Wow, Sekunde. Was etwas frevelhaft, dass wir daran was ändern wollen, müssen, sollen. Aber da ist auf dem ganzen Plan... Auf der Erde gab es auch solche Formationen. Viele Kinder haben bei ihrem Anblick an fremde Welten gedacht. Ja, ich vermute, davon ist es auch inspiriert. Oh, was ist denn das? Entwicklung fehlgeschlagen. Modulare Lagertanks. Inhalt leer. Spuren von Schwermetallen. Der Verwendungszweck dieser Tanks ist vollkommen unklar. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit Verdünnung, hydraulischer Ausgrabung oder einfacher Reinigung. Sieht nach Cat-Technologie aus, ne? So, kurz mal orientieren. Wo sind wir? Ich wollte eigentlich hier dann nach rechts abbiegen und dann hier oben rauf. Alles klar. Nach rechts abbiegen und dann rauf. Also quasi hier. Oh, Ihr Bergbaucomputer zeigt Ressourcenvorkommen in der Nähe an. Fahren Sie herum, um die höchste Ressourcenkonzentration zu finden und drücken Sie dann R, um den Abbau einzuleiten. Wir... Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Aktuelle Zonenstärke reicht, das müsste ja... Auf Ihrer Karte wird der Status einer Abbauzone angezeigt. Es gibt reiche, gute und ausreichende Zonen. Okay. Na gut, ich bin vielleicht noch zu weit entfernt davon, ne? Kenn mich da jetzt noch nicht so aus. Das sieht nach einer Art Cat-Einrichtung aus. Diese Arschlöcher haben meine beste Forschungsstätte übernommen. Sie werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen. Ja, ohne Zweifel. Oh, gucke mal hier. Ich park mal hier in der Parklücke.
Ja, das sieht so aus, als müssten wir uns da durchkämpfen. Und hier habe ich natürlich null Deckung. Macht das Sinn, von dieser Seite aus anzugreifen? Bin mir nicht sicher. Aber gut. Haben Sie uns schon gesehen? Das war Nummer 1. Da hinten ist noch einer. Und jetzt habe ich Deckung. Nein, jetzt habe ich keine Deckung. Doch. Ja, sie kriegen Verstärkung. Feindliche Shuttle im Anflug. Wie viele Shuttle kommen denn da? Das ist nur das Shuttle, das weggeflogen ist. So. Munition leider niedrig für das Scharfschützengewehr, aber ich denke, wir haben uns unseren Weg erfolgreich gebahnt. Können jetzt ein bisschen offensiver vorgehen. Oh, ich liebe das neue Maschinengewehr. Das neue Sturmgewehr. Da hinten noch einer? Nee. Behälter. Ist was zum Scannen, ich weiß. Gut gemacht. Waren diese Cat hinter uns her? Feinde! Ich glaube nicht. Ich glaube, die waren schon die ganze Zeit hier. Die haben halt wahrscheinlich auch versucht herauszufinden, was es mit diesem Monolithen hier auf sich hat. Würde ich jetzt mal vermuten. Wir wissen ja schon, dass die auch hinter dieser Technologie her sind. Ich glaube, das war's. Alles einmal scannen. Die meisten von den Beschreibungen, die wiederholen sich zum Teil auch oder sind halt einfach generisch. Also, das heißt generisch, aber ne, so ein Schild, da wissen wir, was es macht. Nicht böse sein, wenn ich das nicht explizit nochmal vorlese. Huch. Notfalldeckung im Kampf, das kennen wir schon. Und der Kit-Energiegenerator, den kennen wir auch bereits. Aber hier ist doch... Und das ist wahrscheinlich eher da drin, ne? Das ist... Den Generator der Schilde deaktivieren, um Zugang zum Monolithen zu erhalten. Na, gucken wir mal. Da ist ein Generator. Zack. So. Viel zu scannen. Viel scannen ist gut. Ein Netzwerkgerät, dessen Zweck unklar ist, das aber zweifellos ein CAT-Modell der Biomodularität verstärkt. Sein Wert ist immens und es bringt... Entschuldigung. Enormes Forschungspotenzial.
Ja, wir haben ungenutzte Forschungsdaten. Der Monolith ist gut geschützt. Wir müssen die Energieversorgung des Schildes unterbrechen. Kettelm Eingliederung 1. Ja, wir müssen... Das Schöne ist, ich kann ja hier manövrieren, wie ich möchte. Und ich vermute, ein Generator wird sich hier oben befinden. Das war klar. Der Energiegenerator. Ich denke, der ist verantwortlich für die Schilde. Huch. Kettlegierung 99. Zack. Nee. Nee, er war es nicht. Da müsste da unten noch einer sein. Wir haben zwei oder drei haben wir schon ausgeschaltet. Hups. Da ist noch einer. Aber nicht der, den wir suchen. Okay. Lass uns mal gucken, da hinten ging es ja noch weiter. Ich glaube, diese Energiegeneratoren waren tatsächlich ausschließlich für die Schilde, die hier vor Ort rumstanden. Da hinten. Da. Na also. Oh. Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Wow. Das war ziemlich cool. Oh, klar war es das. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Oh, bitte, Drax, Schluss damit. Ventra, was machen Sie denn hier? Ich gehöre zum Pathfinder, diesem Pathfinder. Ventras Freunde sind auch meine Freunde. Mein Name ist Sarah Ryder. Drag, Nakmor Clan. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Kogana nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Die Monolithen überprüfen. An dem hier waren die Kett sehr interessiert. Sie haben hier wohl schon sauber gemacht. Sind Sie traurig, dass keine übrig sind? Die Nexus weiß nichts über die Kett. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Kettbasen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was sie können. Schön ist es nicht. Drag, wir könnten jemanden wie Sie gebrauchen. So verlockend das ist, Vetra. Ich bin ein bisschen zu alt, um mich im Kampf um Menschen zu kümmern. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Kette hinüber sind. Nichts mehr ungut. Schon okay. Gut, denn langsam langweile ich mich und die Kette werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Ein Kroganer-Söldner, ja, in dem Fall. Er zieht alleine umher und hat sich offenbar dem Kampf gegen die Kett verschrieben, was ich sehr gut verstehen kann. Und er scheint ja auch gut darin zu sein, was er tut.
oder in dem, was er tut, so rum. Das ist ein deutscher Satz. Trotzdem wäre es nicht schlecht, den Kroganer mit in der Gruppe zu haben. Artefaktkiste, ein großes Objekt, das nicht von den Kett stammt. Unbekannte Legierung. An der Oberfläche finden sich Rückstände chemischer Reinigungsmittel. Sowohl der Initiative als auch der Kett. Vorläufige Übersetzung der Liefermitteilung ihrem Besitz entrissen. Dieses Artefakt wurde offenbar von jemandem von der Nexus untersucht, bevor es in den Besitz der Kett gelangte. I see. Ein toter Pirscher. Nach dem Tod wurde ihm ein Zahn entfernt. Ja, wir wissen von wem, wir haben es gesehen. Eine weitere Artefaktkiste. Okay, verstehe. Ja, dass es hier ständig zu Auseinandersetzungen zwischen der Initiative und den Cat kommt, das haben wir ja schon mitbekommen. Was ist denn das? Toter Mensch. Wir können nicht ungeschehen machen, was hier passiert ist. Aber wir können dafür sorgen, dass man sich an ihn erinnert. Ja, das können wir, Pathfinder. Todesursache verbluten. Mehrere Schnittwunden und Abschürfungen deuten darauf hin, dass die Cat eine Autopsie durchgeführt haben. Als das Opfer noch am Leben war. DNA stimmt überein mit Initiative-Mitglied Anton Darren T. Wow. Alle Komponenten von Anlage 2 liegen jetzt vor. Dann gehen wir jetzt zur Forschungsstation von Anlage 2 und finden heraus, was man damit anfangen kann. Oh, ein Audiolog. Ein Feldlog, Pathfinder. Ausgegeben an patrouillierende Cat. Ich brauche keine Übersetzung, um zu wissen, wann ich einem Monster zuhöre. Erweitere Sprachendatenbank. Ich glaube, das größte Problem ist aktuell, dass wir keine Möglichkeit haben, mit den Cat zu kommunizieren. Wir haben ja keine Ahnung von denen. Wir wissen überhaupt nicht. Nein, das haben wir schon. Wir haben ja keine Ahnung von denen, was sie überhaupt wollen, wie sie kommunizieren. Was ihre Hintergründe sind. Ist das der hiesige Anführer der Cat? Der Kerl, dem sie folgen? Nekropsie. Nur der Titel dieser Nachricht lässt sich eindeutig übersetzen. Der Rest ist in Cat-Schrift verfasst. Ohne weitere Sprachstudien können nur einige Wörter übersetzt werden. Teilübersetzung, niedere Spezies, gewöhnlich und Entsorgung. Niedere Spezies? Ich zeig dir gleich niedere Spezies. Abgefangene Notizen. Nur der Titel dieser Nachricht lässt sich eindeutig übersetzen. Der Rest ist eine Mischung aus Cat-Schrift und Notizen, die in einer Milchstraßensprache verfasst wurden. Die Cat haben offenbar Forschungsaufzeichnungen einer unbekannten Quelle abgefangen. Einige Bruchstücke. Nur aus Spaß drauf geschossen. Es könnte stundenlang Dauerbeschuss verkraften, ohne auch nur einen Kratzer abzubekommen. Diese Beobachter haben angefangen aus dem Shuttle. Das Zeug ist schwerer, als es aussieht. Ohne Biotik hätte ich jetzt ernsthafte Probleme. Letztes Mal ist es mir voll auf meinen wieder meine Sensoren umgeworfen, um Deckung zu suchen. Diese knochigen weißen Arschlöcher sind nicht. Okay, weitere Sprachstudien erforderlich. Eindringsalarm. Dieser unbedeutende Idiot, Morgan und Kroganer. Wir müssen, muss ich da nochmal wiederkommen, wenn ich Sprachstudien vollzogen habe? Ist das eine Möglichkeit? Vielleicht? Oh, ich bin tatsächlich von hinten an die Anlage ran. Okay, verstehe. Je mehr, desto besser, oder? Ah ja, da haben wir das Kabel, das wir gesucht haben oder das ich gesucht habe. Zwei Stück davon. Das heißt, hier gibt es zwei Glyphen. Was ist das? Nexus-Scanner. Dieser Scanner wurde umgeworfen und muss instand gesetzt werden, bevor er wieder benutzt werden kann. Die Nexus-Leute waren ja schon hier und haben das Ganze
untersucht, bevor die Cat dann kamen und diesen Posten hier offensichtlich übernommen haben. Hm? Einer geht hier rauf, der andere geht da hinten rauf. Alles klar. Das sollte machbar sein. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Einige an das Nervensystem organischer Wesen oder Megaparsec weitgalaktische Filamente erinnernde Datencluster dieser Glyphe sind äußerst wichtig markiert. Möglicherweise vorhandene Wortfragmente sind somatisch oder solipsistisch. Solipsistisch. Kann mich jemand aufklären, was solipsistisch bedeutet? Ich liebe unsere neue Mobilität. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Die Daten in dieser Glyphe sind in Form eines Stammblattdiagramms strukturiert, das möglicherweise einen philosophischen Disput mit verschiedenen Lösungen oder ein Ökosystem beschreibt, das sich von niederen Bakterien zu höheren Tieren entwickelt hat. Ich verstehe. Interfacing war erfolgreich, Pathfinder. Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden Sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Gerne, gerne. Ich bin ja dazu da. Jetzt müsste ich mich nur mal kurz orientieren. Vor allen Dingen hier ist doch, das ist hier die Abbauzone. Und da ist unser Nomad. Wir müssten den also tatsächlich hier in diese Richtung bringen. Oh je. Oh je, wie soll ich denn hier manövrieren, bitteschön? Oh, guck mal da. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ach, die Abbauzone ist unten. Liegt im Normalbereich. Unter uns. Dann muss ich mit dem Nomad gleich nochmal hier rumfahren. Denn ich würde schon gerne alles mitnehmen hier. Und gerade die Abbauzonen. Ihr wisst, bei Mass Effect 1 bis 3 habe ich alles mitgenommen. Alles. Alles an Rohstoffen, die mir zwischen die Finger gekommen sind. Das ist keine gute Idee, oder? Ne, den Sprung schaffe ich nicht. Es sollte nicht zu übermütig sein, was unsere neuen Sprungeigenschaften betrifft. Könnte drastisch in die Hose gehen. Ja, gerade so. Gerade so. Ich werde aber auch, ich merke, ich werde experimentierfreudiger, was das betrifft. Ich möchte gerne den unnatürlichen Weg nehmen. So, einmal in den Rover. Ich mag den Rover auch. Ich wünschte mir einfach nur, er hätte vielleicht noch die ein oder andere Waffe am Leibe. Aber ich fürchte, dieser Wunsch wird unerfüllt bleiben. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Okay. Das ist nicht übertreiben. Hoch! Unter uns heißt da unten, ne? Warte mal kurz. Nein! Wir verlassen das Missionsgebiet. Warte mal. Geh Bergbaucomputer an aus. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, ja. Aber ich will ja die meisten Mineralien extrahieren.
Und irgendwie lässt er mich nicht so ganz... Okay, pass auf, wir fahren nochmal ganz kurz darunter. Ich muss das jetzt nochmal überprüfen, ob ich da nicht von der anderen Seite irgendwie rankomme. Wow. Das Rumfahren macht aber auch Spaß. Muss ich mal dazu sagen. Hier geht's hoch. Aha. Das goldene Ödland. Die Strahlungswerte liegen im kritischen Bereich. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Wir fahren Stufe 1. Und jetzt bin ich ja genau hier. Aber so richtige Ausschläge habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und warum ist hier mittendrin? Die Strahlungswerte liegen im kritischen Bereich. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Gefahrenstufe 2, das verstehe ich. Gefahrenstufe 3, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, aber da hinten habe ich noch was gesehen. Nämlich da. Aber ich fürchte... Das war ein schickes Ausweichmanöver, Vetra. Sehr cool. Danke. Habe ich von einem Piraten im Randsektor gelernt. Kannten Sie ihn lange? Etwa 1,5 Minuten. Es war keine besonders gute Kneipenschlägerei. Schön. So, ich wollte nochmal gerade zurückfahren zu unserem kleinen Außenposten da hinten. Wo war der noch gleich? Da. Um unsere Lebenserhaltung aufzufüllen. Also diese Ressourcen da muss ich nochmal gucken. Ist aber vielleicht auch so eine Sache, die man später noch keine machen kann. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. So. Irgendwie bin ich da noch nicht so ganz überzeugt von diesen... Ist wieder online. Von diesen reichen, angeblich reichen Ressourcen. Guck mal hier zum Beispiel. Ist das reich? Da bin ich mir nicht sicher. 31 Graphit. Aktuelle Zonenstärke gut. Naja. Naja. Und hier hinten konnte ich auch noch ein bisschen was zumindest abbauen, oder? Mal hier. Ein ganz kleines bisschen C. Graphit noch ausreichend. Okay, also dann ist es wirklich, okay, dann habe ich einfach überschätzt, wie viel da sein sollte. Das kann schon mal vorkommen. Da, diese beiden Dinger, die haben eine richtig immense Strahlung um sich herum. Und unser nächster Weg führt entweder zum Geheimprojekt zurück, aber da werden wir sowieso über kurz oder lang dran vorbeikommen. Ich würde gerne erstmal in diese Richtung fahren. Lebensfähigkeit 9% hier auf Ios. Würde ich gerne erstmal in diese Richtung fahren, eventuell hier hinten das Ding, den Abwurfpunkt, freimachen und vor allen Dingen den letzten Monolithen. Denn eventuell hilft uns das schon dabei, diese radioaktiven, also diese stark radioaktiven Gebiete ein bisschen zu beseitigen. Ich weiß es ja nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Was? Achso. Die machen Geräusche wie so ein Riesenvieh. Sind aber so kleine. Ich habe Dreschlund-Flashbacks. Wenn ich hier so mit dem Ding unterwegs bin, mit dem Rover und dann in der Wüste vor allen Dingen. Das sind ganz schlechte Erinnerungen. Wow. Das ist echt schön. Das sieht aus wie ein Cat Rover. Alles klar. Schwerer Cat-Zugwagen. Gil hat angemerkt, dass es unnötig war, dieses Fahrzeug mit einem kompletten Sitz auszustatten, da der Fahrer vermutlich ohnehin nur die Kante benötigen würde. Merkwürdigerweise hat Gil außerdem dreimal erwähnt, welcher Wochentag gerade ist. Die Statusmeldung ist unverständlich.
Aber Moment. Ist vielleicht was dahinter? Nein, schade. Schade. Ich glaube, ich komme hier von der Seite rauf, ne? Achso, schon mal zum Hinweis. Da ich jetzt ein bisschen im Voraus aufnehmen muss für diese Woche, weil ich nicht weiß, wie ich diese Woche zum Aufnehmen komme. Was ist denn das da unten? Weil ich nicht weiß, wie ich zum Aufnehmen komme, könnte es sein, dass wir uns ein bisschen energischer an die 30-Minuten-Grenze halten. Ich weiß, ich habe die letzte Zeit oft überschritten, gerade bei Mass Effect. Aber ich muss ein paar Folgen im Voraus produzieren, habe nicht so viel Zeit. Also versuche ich das ein bisschen im Zaum zu halten, während wir hier hochklettern. Das heißt, ihr wisst, was gleich schon kommt. Und wir werden uns diesen Monolithen, der da vor uns liegt, in der nächsten Folge anschauen. Das ist doch dieser Monolith, der da vor uns liegt. Wir haben einen großen Umweg gemacht gerade. Ach ne, jetzt sind wir wieder auf Tour. Okay, alles klar. Was immer dort hinten auf uns warten wird, in der nächsten Folge schauen wir es uns an. Und damit bedanke ich mich erst einmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.